So, da sind wir wieder. Bastis bis gleich aus der letzten Folge. Werdet ihr nur so ganz knapp gehört haben. Vielleicht. Mal sehen. Die Kanu wurde brutal seziert. Aber auch Basti lässt sich sezieren. Das ist, wir wollen eigentlich wollen wir nur ganz viele Grabsteine sammeln, weil die so total schick sind. Ja, labert ruhig. Hier stehen meine Fackeln noch da. Ja, die Fackeln sind ein wenig hilfreich. Das ist... danke, Zombie. Du bist nur einmal in den Dunkel gelaufen. Bin. Ja, ich muss als erstes runter, weil dann mein Stuff liegt. Dann kommt Josh. Oh, Sternstoffe. Für die laufe ich jetzt zwangsweise runter. Was liegt denn da noch für ein Stuff? Weil ich hab meinen Stuff eigentlich wieder alles mitgekriegt. Ja, ich glaube, du hast einen Softcore-Charakter. Was? Ein Softcore-Charakter. Jan, los, Josh. Hau rein. Dann, dann wartest du da. Wenn du deinen Charakter erstellst, dann wählst du eine Schwierigkeitsstufe für den. Ja. So, da habe ich je nachdem, gern. Was du wählst, hängt das davon ab, was du verlierst oder nicht verlierst, wenn du stirbst. Das wusste ich noch nicht. So, da habe ich auch noch einen schönen Grabstein gekriegt. Habe ich einen schönen Grabstein gekriegt. Nur zweites Mal Werkzeug ist total überflüssig. Oh, Leuchtwurzelsaat haben wir sogar bekommen. Alter, Basti, schon fast tot. Jan, du metzelst da oben auch weiter. Ich will eigentlich noch zumachen hier. Sortieren. Ich dachte, ich mache hier oben jetzt mal dicht so lange. Ah, mach mal ein bisschen Erde dahin. Was hast du, Erde? Ja, reicht ja schon. Tack, 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 tack. Moment, eben sortieren jetzt das Inventärchen. So. Genau, und dann jetzt wollte ich eben noch was ausprobieren gerade. Was ich noch empfehlen würde, wäre, die Rüstung wieder anzuziehen, Jan. Hab ich. Ich hab's nur gesagt, ich wusste nicht, ob du es hast. Boah, schon wieder ein schön volles Inventar. Tränke wären natürlich gut gewesen, wenn man sie auch nutzt, wenn man sie hat. Ich habe die ganzen Holztreppen nicht mehr. Jan, hast du die Holztreppen von mir? Oder Basti? Warte. Weiß ich nicht. Ich habe extra noch welche gebaut gehabt, damit wir... Ich brauche noch so eine komische... Ah ne, da habe ich sie doch. Ach, toll, voll übersehen. Ich ändere jetzt mal hier ein bisschen was an unserem Schacht. Ich werde das jetzt hier mit so einem Seil ausstatten, weißt du? Okay, ja, ich gehe mit Basti schon mal ein, zwei Schritte weiter vor. Jo, ich modernisiere das dann mal so lange, ne? Du modernisierst das. Gib dir dann nachher den Großteil deiner Holzklappen zurück. Lass nur welche an der Seite für den Fall, dass man vielleicht doch nicht das Seil benutzen will. So, ist die Frage, in welche Richtung... Oh, wir gehen nach links, definitiv. Das sieht cool aus mit den Pflanzen. Werd euch schon finden. Ja, das siehst du ja auf der Map spätestens. Ich weiß nicht, ob die Pflanzen da so einfach so noch... Welche Pflanzen? Hast du keine Pflanzen hier drauf? Ist ein Rakt? Das sieht aus wie Pflanzen. Ja, ich wusste nicht, was Pflanzen. Na, da oben, die letzte. Ja, da. Cool, wir haben ein paar Smaragde gefunden. Das hört sich doch gut an. Ja. Einfach was mal nach links, ne? So. Oh, das ist Silbererz. Ich hätte jetzt einfach konsequent dran vorbei weitergebaut. Ich würde gerne so einen Raum finden, Jan, weißt du? Wie wir in unserer ersten Aufnahme mal gefunden hatten. Ja, das war schon geil, aber... Das war gut. Oh, runter uns. Ja, runter uns. Ja, ich bin fertig. Und dann haben wir uns runter und Jan kann hier gleich direkt nochmal so ein Seil dranhängen, wenn er noch hat. Wenn ich gerne die Klappen hinsetzen. Aber wir müssen gleich vorsichtig sein. Da ist wieder Wasser. Ja, mit dem Seil wird es langsam knapp, Leute. So viel habe ich da noch Holz. Habt ihr noch Seil? Ich habe eins. Ich habe keins. Stopp. Nee, habe ich nicht. Warte, was? Ich sehe, was geht noch, aber... Ist denn hier links? Ist hier links Wasser? Jo, hier links ist Wasser. Vorsicht. Den sehen Sie nicht. Nehmen wir eben noch den komischen Fass da mit. Ich bin Link, ich muss jeden Bottich zerstören. Er ist jetzt nicht mit Seilen. Gut, dann wollen wir erstmal. Warte. Erstmal machen wir uns den Weg hier rüber. Da ist noch was. Ich glaube, Edelsteine sind da oben. Ja, das sieht nach Topassen aus.
kann man durch jetzt, ja, ne? So. Achso, jetzt hängen wir natürlich fest. Ja, das sind Topas. Was, die nimmt direkt den Weg. Du weißt, dass das Ding dir auch Schaden macht? Und du haust gerade mit irgendwas ganz Bescheuertem. Warum hab ich eigentlich die Smaragde oben in der Schnellleiste? Jan, warte mal, bleib mal stehen. Da. Ich hab dir mal die Seite gegeben, du kannst damit besser umgehen. Ja, eins mehr oder weniger macht keinen Unterschied, leider. Warte mal, hier ist auch noch was. Oh, oh, so benutzt man die also. Basti, ich hab ja noch was für dich. Basti? Scheiße, hab ich Jan zugeworfen. Jan, wirf die mal weiter. Ah, geil. Ups. Okay, nicht geil. Ich hab das genommen. Die werf ich weg. Mit Rechtsklick. Yes. Basti, hast du gesehen, Robin? Ich nehme hier mal Kupfer mit. Dann sehen wir bald so richtig sexy mit unseren Kupferrüstungen aus. Nachher kommt nicht geiler Stuff, der auch wirklich gut aussieht, aber dann gibt's nachher auch Set-Boni, sowas für komplette Rüstungen und so. Das ist cool. Also doch mal so ein bisschen, das ist quasi Minecraft mit mehr Rollenspielcharakter. Aber jo. Finde ich gut, gefällt mir. Und zweidimensional. Das wäre mir fast nicht aufgefallen. Das kam mir fast wie die Realität vor. So. So, hier haben wir später unten noch mit dem ganzen Stuff. Kannst du nochmal Licht anmachen? Genau. No. Ihr wisst aber das so mit Atmen und so, ne? Da war ja, was. Ja. Machen wir regelmäßig. Ich will hier hin. Das ist eigentlich Dreck oder irgendwas anderes. Kann ich den abbauen? Das leuchtende Ding? Nein. Das ist ein Knicklicht. Ja, das habe ich da hingeworfen. Achso. Das sieht irgendwann aus. Rechts oder links? Ich weiß es nicht. Ich versuche gerade herauszufinden, ob irgendwas davon besonders sinnvoll ist. Ja, flute mich. Dann lass mal nach links gehen, weil links treffen wir irgendwann auf unser alten Gangsystem und dann haben wir die erstmal verbunden. Das heißt, hier wäre am besten so, dass wir über dem Wasser einfach machen. Vor allem, weil hier direkt die nächste Vorsicht Wasser kommt. Ciao, Jan. Alles gut. Mach das erstmal hier. Ja, so. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles. Mach doch lieber meine Fackel weg. Ich hab da nur. Warte mal, bevor da ich noch eine reinfällt. Basti lässt sich von Sand erschlagen. Basti wurde brutal von Sand zermetzelt. Ja. Immer. Machen wir mal richtig schnell hier. Mal alle reinhauen in den Sand. Basti? Basti stand einfach zu nah dran. Ich nehme den Grabstein auch mal mit, ne? Besser nicht. Tut mir leid, der ist jetzt eingepackt. Der Witz, der passt hier. Der ist eingepackt. Das ist ein ganz, ganz besonderer Sand. Der Sand war stärker als Basti. Ja, der Sand hat auch mehr Masse als Basti. Also der arme Junge, der kann ja nichts dafür. Ich bin mal so. Jan hat halt mit Basti hat halt mit seinem Leichtgewicht zu kämpfen. Aus Sand, den können wir schön zu Glas machen später. Jan macht direkt mit. Lass dich auch gleich direkt metzeln. Ein paar Fackeln noch platzieren, nicht nur die ganze Zeit in der Hand halten, ne? Ach, nach unten links, da sah ich glaube ich gerade was. Toll, sag mal die Fackel weg. Ich setz mal kurz eine. Okay, da hast du eine gesetzt, wenn das ist. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Bastis Namen 800 Fuß weg von uns. Ja, Basti kann ja jetzt schön über die Seile rein.
Ja, was die. Der hier runterkommen ist ja nicht schwer jetzt. Das ist halt nur nee, ein bisschen Laufarbeit. Ich runter. Was machst denn du jetzt? Komm von der anderen Seite. Wasser. Das Problem ist, das Wasser. Naja. Oh, 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 oh. Das ist, das ist cool. Drum ist ein bisschen mehr Wasser. Wir wollen jetzt hier einfach ein bisschen nach unten den Weg. Ja schon. Da unten links habe ich glaube ich wieder was aufflackern sehen. Problem ist, erstmal hier oben Licht machen. Da sehe ich doch schon mal was anderes. Das Problem ist, wenn wir jetzt irgendwas buddeln. Na toll. Jetzt müssen wir schon springen. Atlantis. Da leuchtet was. Ich muss eben kurz atmen. Ja, das mache ich jetzt hier. Nein, das wollte ich hier drüben machen. Scheiße, wo hänge ich fest? Oh jawohl, hier kann ich atmen. Ich sehe noch nichts. Und ist auch nicht. Scheiße. Moment. Ja, ich mach mal eben hier so eine Atembox. Beach Ohr ist hier wieder. Oh, Licht. Ja, von hier aus können wir uns ja jetzt nach links bearbeiten. Okay, dann müssen wir natürlich die Fackel wieder abreißen. Aber ist egal. Ein einzelner Stein. Es ist uncool. Weißt du, was man. Oh, was siehst du noch? 400. Oh, unten. Ich sehe unten links. Siehst du gerade unten. Geh mal auf die Karte. Wenn wir jetzt wieder nach rechts gehen. Siehst du das da? Das Leuchten da? Ungefähr unter mir jetzt. Da würde ich gerne runter. Jo, ich. Wo ist denn der Basti? Okay. Auf jeden Fall leuchtet es unter uns. So, du kommst zurück gerade da oben. Also ich grab mich schon mal hier runter. Diese Würmer eigentlich irgendwas zu bedeuten, weißt du? Was? Würmer, die manchmal so rumkriechen. Was, die, wo bist denn du? Ich kann man nicht schlagen oder sonstiges? Also eigentlich haben die nichts zu bedeuten. Habe ich das Gefühl. Doch, die kann man schlagen. Ich habe schon ein paar kaputt gemacht gerade. Was? Mir wird was zum Abbauen. Kupfererz, Alter. Ich habe immerhin Stein gefunden. Setzen. Oh. Ja, wird überbewertet oder wie war das? Ah. Ja. Zu Langeweile. Silber habe ich gefunden, das ist auch sehr schön. Topas! War das alles, ne? Oh, da war noch. Ja, das habe ich vorhin mal gesehen. Ja, wollte es eigentlich auch abgebaut haben. Allmählich finde ich Pfeile. Immer mal wieder. So, hier muss ich weiter runter. Also hier ist ziemlich viel Wasser und es geht auch ziemlich gut. Gut runter, ne? Ja. Das Traurige ist, ich sehe wieder nichts. Ah! Das ist schön. Machen wir dahin die Fackel. Und graben uns noch darunter. Toll. Da ist ein Schleim, der sich da festmacht. Das Schöne ist, ich auf der Map sehe ich jetzt nur, wo Basti ist, aber nicht, was um Basti ist, weil, wir dann, weil ich da noch nicht war. Sehr wohl. Das brauche ich genauso. Ich habe Kupfererz ein bisschen was. Oh, was hast du denn da Schönes gefunden? Ich komme mal zu dir. Ja, das war ja das, was ich auf der Karte gesehen hatte. Aber wie weit es reicht, weiß ich nicht. Sieht noch nicht ganz so viel aus. Aber es kommt vielleicht, ne? Machen wir auf jeden Fall mal auf den Weg zu dir. Luft holen, einmal. Natürlich kann hier mal ein paar Klappen setzen. Weil das uns doch mal jemand nachkommen möchte. Was, welche Taktik machst du jetzt eigentlich gerade? Nee, Strip Money. Strip Mining ist gut. Ich werde das auf jeden Fall ein bisschen. Da habe ich Fackel gesetzt. Oh, da war ein Trank drin. Jo. Problem ist wieder so viel Wasser hier, ne? Jo, extrem viel, ja. Ist mir hier wohl auch. Vor allem ist hier überall extrem viel Wasser. Ja, guck dir doch mal an auf der Karte. Okay, du kannst das bei uns ja nicht sehen, ne? Aber.
Halleluja. Und hier, wo ich jetzt hier bin, auch. Okay, hier geht's aber noch ohne Wasser weiter, ja? Ja. Oh, das ist eine Kiste, oder? Ich hab Dings gekriegt. Seile. 34 Stück. Alter, Jan. Ich nehme einfach mal alles mit aus der Kiste. Was ist das denn für eine... Ich baue mal eben die Kiste ab. Ja, ich baue gerade noch alles raus. Hast du die Kiste? Kiste? Kann sein, weiß ich nicht. Ich hab sie nicht. Eine Water Chest. Mega episch. Sieht richtig gut aus, finde ich. Sogar, ich guck so. Was ist das denn für ein komisches, buntes Ding? Mitnehmen. Dann alles Feine ist drin. Warte, ich habe erstmal nur rausgenommen, weil ich nicht wusste, ob man die Kiste zuerst abbauen muss oder nicht. Erstmal hier rüber. So. Okay. Noch eine Recall Potion. Silber. Münzen. Silber Erz, glaube ich auch. Bomben. Lead Bars. Chiruken. Oh, Jan, ich habe was für dich gefunden. Ganz viel Seile. Alter, hammer geil. Ja. Unten. Warte mal. Jan, guck mal. Okay, das ist jetzt Verbrauchsgutgegenstand. Der bleibt jetzt hier. Scheiße, ich, egal. Hatte keiner den vielleicht mit dem Hammer wieder einsammeln? Nee, ich glaube, der Stand verbrauche ich. Eigentlich wollte ich nur mit Rechtsklick zuwerfen, um das zu zeigen. Aber ich habe was für links gemacht. Ein Beachball. Den nehmen wir jetzt mit. Das ist mein Ball, den nehmen wir jetzt ganze Zeit mit. Aber wir nähern uns Basti an. Dieser scheiß Ball. Verdammt, den über uns irgendwo eine Butze hinschmeißen sollen. Ach, eigentlich schon. Ich bin wieder eingesammelt. Jawohl. Was ist das denn gemacht? Ich weiß nicht, ich hab einfach normal weitergebastelt da. Weiter drauf gekloppt. Auf einmal hatte ich den wieder. Hier links ist unten ist nochmal so das Leuchtekraut. Hol du erstmal nach oben das Ding. Ich geh eben nach oben. Ah, ich seh schon. Und oh jawohl, ich habe Fackeln gefunden in dem Teil. Das ist auch nice. Aber wir dürften uns auf jeden Fall von dem Kupfererz. Du hast ja auch schon viel gefunden, ne? Du hast auf jeden Fall gleich mal eine Rüstung basteln können. Ich doch. Oh, Wassermarsch? Ja, okay, das ist nur Bewegungswasser, kein Stillstehwasser. Jetzt hast du Stillstehwasser gebracht. Weiß nicht viel, aber. So, mal hier runter. Kam mir halt leider zwangsweise entgegen. Wie geil viel Erde man einfach stacken kann, ne? Ja, wenn ich über Minecraft, da ist ja ziemlich schnell Schluss, was das angeht. Oh, das habe ich jetzt natürlich sehr gerade gebaut. Oh, was findest du denn da oben noch Schönes? Warte, ich glaube, das ist entweder Silber oder irgendein Edelstein in Haufen. Ich komme einmal hoch, damit ich... Oh, ich habe eine Fackel eingesammelt. Was denn? Lead Ore ist das, okay. Ich will hier mal die Maps ein bisschen erkundet haben. Oh, hier geht's... Oh, hier sind Spinnenweben. Das ist sehr nice. Von wegen Betten und so. Oh, davon haben wir auch schon ein paar gesammelt. Brauchen wir noch einen Webstuhl, ne? Das müssen wir uns ja alles craften noch. Jo. Nein. Noch einen schwachen Halter. Ah, ist da drüben. Erstmal. Hier sind noch mehr Spinnenweben. Hier oben leuchtet was. Basti ist nicht mehr weit weg, ich höre ihn schon. Ich habe auf linken Ohr schon den Basti. Hier ist noch Silbererz. Wo ich gerade rumhüpfen bin. Komm, den letzten. Nein, der wird oben. Was für ein Steinblock. Na toll. Hat sich richtig gelohnt. Oh, hier unten ist noch ein. Wollen wir uns noch zum Basti rüberbauen? Das sind wir wieder. Ja. Erstmal die Spinne. Auf jeden Fall. Basti dürfte. Oh, Basti ist noch über uns. Okay. Ja. Basti, kannst du noch ein Stück runterkommen? Ich würde mich gerne auf der Höhe bleiben. Ja, warte, ich habe gerade noch so ein bisschen Wasserprobleme. Wo hat sich gerade erledigt? Wir graben uns erstmal nach links. Wir werden ja merken, wenn du. Was ist denn dein Herz? Oh, das ist gut. Du hast einen Hammer bei. Dann gehört das erste Herz dir. Mit dem Hammer abbauen. Jo. Ich glaube, Basti braucht es. Ich gar nicht.
Nein, brauchen wir einen anderen Hammer oder so? Ja. Dann brauchen wir einen dickeren Hammer. Mit einer Spitzhacke. Das Herz geht mit der Spitzhacke? Kurios. Ich höre... Ich höre ihn auch. Er ist gerade an uns vorbei gerauscht. Ah. Da ist er wieder. Da ist er schon kaputt. Okay, der ist nicht ganz so stark zum Glück. Da haben wir heute schon Stärkeres gesehen. Ja. So. Ich muss sagen, ich finde es schön, dass wir passend zum Folgenende den Basti wieder bei uns haben gleich. Ja. Muss noch ein bisschen atmen zwischendurch. Ja. Du flutest uns aber jetzt auch nicht, ne? Baue ich mal nach oben direkt. Ja, aber flut uns dann jetzt nicht. Ja, aber ich habe ja ein bisschen Wasser über. Schwimm dann runter. Ihr habt, glaube ich, ein bisschen mehr Platz als ich hier. Ja, dann baust runter, dann bau runter. Wir bauen nur gerade so ein bisschen, wo es hinfließen kann. Ohne dass wir hier gleich direkt absaufen. Basti? Ganz rechts rein, rechts rein, rechts rein, rechts rein, da kannst du noch Luft holen, glaube ich. Ja. Ein bisschen Luft hatte ich noch. Mal gucken, wo ich denn. Nee. Ich sehe Basti auch schon. Ich hab selber Wasser gefunden. Ernsthaft jetzt. Okay, dann würde ich gar nicht mal so gerne nach links, sondern eher. Schaffst du es noch, Basti, in der Zeit? Muss. Vor du vorex. Nein, schaffe ich nicht. Nein. Nein. Es ist verdammt traurig. Es ist verdammt traurig. Ist bitter. Vor allem haben mir 5 Blöcke gefehlt oder 10. Dann Leute. Oh, es regnet. Es regnet. Es regnet, Leute. Wir danken euch. Ach scheiße, sollte ich dann vielleicht auch mal wieder ein Loch reinbauen, dass das Wasser da reinfließen kann. Nein, jetzt ja. Die Folge wird 3 Minuten länger. Ja, okay, die Folge wird 3 Minuten länger, bis Basti da ist. Warte, nimm den, warte, nicht, ja, jetzt sammelst du Bassis Stuff ein. Hm? Ich hab nur Kupfererz eingesammelt. Oder ich würde mich gerne holen zu diesem Leuchtegras wieder. Wir haben nämlich noch Leuchtegras unten. Warte, ich nehme meine Fackel dann wieder mit. Die wird nämlich gleich weg sein. So, es sind nur noch 700 Fuß, Basti. Mal aus Spaß grabe ich noch so ein bisschen Stein hier weg. Brauchen wir sowieso. Was siehst du unten auf der Karte das Leuchten da noch? Quasi genau unten. Nein, Jan. Unter deinem. Also quasi jetzt genau unter uns. Ist einmal leuchtend. So unter mir gerade. Und schräg links unter uns ist auf der Karte auch leuchtend. Ich muss sagen, ich sehe es gerade nicht. Das sind wieder diese Pseudo-Dreckflecken. Na, ist hier. Ich würde sagen, wir können Basti Stuff doch gar nicht einsammeln, der ist doch Softcore. Hallo Basti. Willkommen bei uns. Tag. Ach, endlich wieder vereint. Nein! Ernsthaft, Basti? Jetzt geh nicht da unten. Es ist gerade so viel Wasser da, dass wir hier nichts sehen. Ja toll, ich sehe das. Hier läuft die Höhle nebenan noch voll, ja? Alter, was, wie viel Wasser hast du hier mitgebracht? Ja, das ist die ganzen Hölzen, ja, natürlich. Ernsthaft? Ich hab extra oben nochmal abgesperrt. Was hast du denn hier abgesperrt? Wie selbst die Seitenhöhle hier ist bis zum Rand gefüllt. Nimm nur einen weg da unten hier. Ja, bin dabei. So, Schleim. Okay, komm, warte, warte. Da kommt einer von oben runter jetzt? Wer will? Wo bin ich denn jetzt? Da. So, das Ding machen wir unten mal wieder zu. So. So, dann danke ich euch, dass ihr uns so lange treu geblieben seid, bis Basti es endlich geschafft hat, wieder hier zu sein. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.